Mein Name ist Heidi Badatscha, ich komme aus Berlin und ich arbeite in einem Sanitätshaus in der Verwaltung und bin für das Seminarmanagement zuständig. Ich habe halt ganz viel über Kryptos und so gelesen und fand das einfach total spannend, habe aber festgestellt, nur durch Lesen oder mal hier oder da irgendwie ein Video gucken, kann man das nicht wirklich lernen. Und bin dann durch Zufall eigentlich auf euch gekommen und habe mir das angeguckt, habe dann das erste Telefonat gehabt, habe dann beim ersten Mal erst gesagt, nee, bin noch nicht so weit, keine Zeit. Ja, und dann hat mich Christian eigentlich überzeugt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, und dann bin ich gestartet. A, natürlich Neugier, ich finde das Thema interessant. Und für mich war jetzt entscheidend, dass ich noch irgendwas machen wollte, also was lernen, und ich möchte irgendwie gucken, wie kann ich halt ja noch Geld verdienen. Also für mich kommt jetzt nicht mehr in Frage irgendwie ein neuer Job oder irgendwie noch mehr zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich möchte weniger arbeiten, weil so jung bin ich ja jetzt auch nicht mehr, und habe halt überlegt, was kann ich halt tun, wenn ich halt nicht mehr arbeiten muss. Ich sehe das halt auch so als Hobby dann, ne? Ja, weil dann habe ich auch Zeit, mich noch drum zu kümmern, und da baue ich jetzt auf. Also persönlich habe ich ganz viel an mir gearbeitet, auch durch die regelmäßigen Telefonate, und also mein Denken ist ein anderes geworden. Also ich bin auch viel entspannter, ich habe überhaupt keine Angst mehr vor der Zukunft. Ich bin wirklich so, dass ich sage, okay, das kommt schon, das wird, ich muss halt nur dranbleiben. Sicherlich nicht so schnell wie vielleicht andere. Manchmal bin ich auch zu ungeduldig. Aber ich habe mich verändert. Also ich sehe jetzt irgendwo, ich sehe was, ich kann was machen, was Spaß macht und was auch noch sicherlich, wenn ich es gut mache, sich auf meinem Konto bemerkbar macht. Also die Zusammenarbeit beurteile ich halt sehr gut. Ich finde die Betreuung absolut klasse, ja, also diese regelmäßigen Calls, die wir haben, wo man wirklich sich aufgehoben fühlt. Ich fühle mich aufgehoben, ja, also ja, ich glaube, das bringt es einfach auf den Punkt, und ich finde das ganze Team super natürlich, also das ist nicht aufgesetzt, man fühlt sich da nicht klein, nur weil man halt einfach anfängt, ja, sondern man wird wirklich abgeholt, da wo man steht.